Max Hubacher, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Zuerst einmal Gratulation zu dem Film Jakobs Ross. Was für eine emotionale Reise, wo uns hier präsentiert wird, den Zuschauerinnen und den Zuschauern. Wie ist es dir gegangen, wo du das erste Mal von dieser Geschichte gehört hast? Mich hat es sehr berührt, wie also die meisten Geschichten, die ich versuche mitzumachen, versuche ich immer auch basierend auf dem, was ich lese, und dass es etwas mit mir macht, auszuwählen. Und das war bei Jakobs Ross definitiv der Fall. Ich hatte den Roman nicht gelesen, den habe ich erst später gelesen, aber über einen Film oder beziehungsweise das Drehbuch ist es mir wirklich so gegangen, dass ich definitiv da wollte ich dabei sein. Warum? Was hat es ausgemacht? Es war interessant, weil ich zuerst geplant war, oder mal angedacht war für einen Jakob tatsächlich. Und ich habe gefunden, ich wollte in irgendeiner Form dabei sein. Und dann haben wir einen Probetag gemacht, auch mit der Luna zusammen gemacht. Wir verstehen uns sehr gut, kennen uns halt schon, haben schon öfter zusammen gearbeitet. Und haben zusammen eine sehr grosse Leichtigkeit. Und dann ist die Regie und die Casterin eher darauf gekommen, dass das eher passt für Rico, wo quasi eher die Leichtigkeit und die Leidenschaft auch da ist. Und, ich habe lange darüber nachgedacht und also gefunden, ja, im Fall, hey, das passt besser für mich. Mal wieder in der Schweiz auch ein bisschen etwas mit, auch wenn der Film schwer ist, eine Figur mit ein bisschen mehr Leichtigkeit. Dazu muss man sagen, im Film ist es so, dass ja die Elsie und der Rico, dort ist die echte Liebe, während die Elsie und der Jakob ja ein Zwangsheirat sind und sich natürlich nie auf dieser emotionalen Ebene gefunden haben während dieser Geschichte. Ja, jetzt sind ihr, das hat jetzt eigentlich gerade schon meine Frage vorab genommen, wie wegen der Chemie und wegen der Besetzung und der Auswahl. Das ist spannend. Dass also auch im letzten Moment noch umgeplant werden kann bei so einem Projekt. Ist das üblich? Ich glaube, das ist nicht so üblich. Was natürlich manchmal passieren kann, ist, dass man jemanden zu einem Casting einlässt und so merkt, ah, der passt eigentlich für die Rolle besser. Was ich ja gewusst ist, dass sie für Rico schon sehr lange gesucht haben und nicht haben gewusst, wann sie es nehmen sollen und niemand passend gefunden. Und auch die Vorstellung von der Regisseurin, was der Jakob anbelangt, nicht so viel mit mir als Typ an sich zu tun hatte. Ich glaube, es hat weniger jetzt irgendetwas mit der, was ich nicht finde, dass ich nicht spielen kann oder so. Das hat sie mich ja nicht besetzt, sondern einfach viel mehr etwas mit der Typart. Und ich habe mich letzten Endes sehr gefreut. Ich habe das Gefühl gehabt, ich möchte gerne mehr Rollen hier in der Schweiz spielen, die ein bisschen mehr Leichtigkeit haben. Und nochmal muss ich dazu sagen, eben, es ist eher ein schwererer Film. Das ist jetzt nicht eine Komödie. Aber die Figur ist einfach, hat einfach eine größere Leichtigkeit als die meisten anderen Figuren, die ich bisher in der Schweiz gespielt habe. In Deutschland ist das eben interessanterweise ein bisschen anders. Du hast ja schon mal den Verdingbub gespielt und in dem Film gibt es auch einen Verdingbub. Hast du ihm irgendwelche Tipps noch geben können oder ist das gar nicht gefragt gewesen? Ich glaube, es war einfach nicht nötig, weil der Orel wahnsinnig gut vorbereitet war und sich dort so in die Rolle hineingegeben. Und ich habe ihn noch gar nicht kennengelernt bis vor dem ersten Drehtag und habe ihn dann dort gesehen, wie er gespielt hat. Und ich habe gesagt, ja gut, also, was wollte ich denn noch für Tipps geben? So, der hat es im Griff. Wir haben es aber sehr gut verstanden, als ich ein paar Mal zusammen gegessen habe, zu zweit. Ich habe auch gefunden, ja, er ist einfach noch relativ jung und dann ist mir dort einfach in diesem Tal so ein bisschen. Alleine sind wir alle so ein bisschen für uns und dann kann man sich einfach treffen und etwas zusammen machen. Und, das ist ein ganz feiner Kerl und hat auch super gespielt. Ja, das stimmt. Genau. Jetzt, der Rico ist ja ein Scherenschleifer, aber er macht auch Musik und singt und die Leute unterhalten. Hast du Gesang und Handorgel spielen? Hast du das drauf gehabt oder ist das nur gespielt gewesen? Ja, lustigerweise habe ich. Also gesungen habe ich einfach für mich immer zum Spass und so, manchmal irgendwie unter der Dusche oder für mich daheim. In der Schauspielausbildung natürlich immer wieder ein bisschen gesungen. Was das Orgelspiel anbelangt, habe ich natürlich beim Verdingbub schon gespielt. Aber auch dort Playback. Aber das heisst aber trotzdem, dass du Bewegungen einigermaßen, die müssen natürlich schon ein bisschen stimmen. Aber du kannst nicht innerhalb von so kurzer Zeit jetzt komplett Schweizer Orgel lernen. Also es ist so ein anspruchsvolles Instrument. Nein, ich habe mit dem Josef Mühlhauser, der mitspielt, der mein Onkel spielt im Film, der richtig ein Jänischer ist. Und den hat man dann nochmal so über ein halbes Jahr immer wieder Örgeli-Unterricht gegeben, um das aufzufrischen. So. Im Hinblick auf das Projekt. Auf das Projekt, Okay, genau. ja, gut. Aber das zeigt eigentlich, man fährt früh an. Auch wenn es nicht die Hauptrolle ist. Gut, es ist fast eine von der Hauptrollen. Aber wie viel rechnen wir ein für so ein Projekt? Es kommt darauf an, also ich habe manchmal das Gefühl, in der Schweiz ist es tendenziell,
man kann gut von einer Nebenrolle reden bei mir. Und manchmal das Gefühl, bei Nebenrollen in der Schweiz ist jetzt nicht wahnsinnig viel Vorbereitungszeit eigentlich normalerweise eingeplant. Dort ist aber, glaube ich, Katalin einfach wahnsinnig wichtig gewesen. Wir haben zum Beispiel auch ein Lied, das wir dort singen, wir gehen noch lange nicht heim, wer ist schon gerne allein. Das haben wir tatsächlich selber, also das habe ich auch mitgeschrieben, das haben wir im Studio geschrieben, auch mit dem Sounddesigner, eigentlich mit dem, also mit dem Chef, mit dem Musik von, mit dem Chef von Musik hier bei diesem Film, auch zusammen entwickelt und selber geschrieben. Und ich glaube, das liegt daran, dass Katalin Götters, aber Regisseurin, einfach wahnsinnig wichtig war, dass wir einfach musikalisch gut funktionieren. Und dass das läuft. Und dort hat sie sehr viel Wert drauf gelegt. Und das ist besonders. Das ist bei so, als Schauspieler nennt das professionelle Aktionen oder Aktivitäten, die man muss erlernen muss, oder Tätigkeiten. Das hat man selten beim Film, dass das schon so früh in die Hand genommen wird von der Produktion. Das finde ich ganz toll. Das bringt mich auf einen Satz aus dem Film, der immer wieder vorkommt, von nichts kommt nichts. Mhm. Ist tatsächlich so, oder? Man muss einfach etwas reingeben, damit das Resultat stimmt. Oder? Ja, ich glaube sicher, Talent ist ein Teil, aber man muss einfach auch wahnsinnig viel daran arbeiten und auf der Ehrgeiz, glaube ich, nie verlieren, egal was man macht. Mhm. Und eine gesunde Portion Glück, würde ich sagen, gehört halt dann einfach immer auch noch dazu. Okay. Was wünschst du dir, was soll das Publikum aus diesem Film mitnehmen? Es geht ja auch ums Träumen und Träume können zu verwirklichen und sich auch loszulösen von gewissen Sachen, die vielleicht in einem Leben nicht stimmen. Ja. Was findest du, was soll das Publikum dort ausnehmen? Ich glaube, dass man den Mut behaltet, dort weiterzumachen oder dort daran zu glauben, was man gerne machen möchte, dass man dort nicht aufgeht. Und auch vielleicht, wenn man irgendeine Aufnahmeprüfung hat oder irgendetwas mal versucht und es schief läuft und scheitert, dass man nicht sagt, hey komm, jetzt gehe ich auf Nummer sicher. Ich finde, gut, die Schweizer Mentalität, unsere Mentalität ist ja sehr dahingehend, dass man sehr auf Sicherheit geht. Und ich wünschte mir manchmal vor der Schweiz oder wünscht vielen Schweizer und Schweizerinnen, dass man manchmal mehr den Mut hat, auch Neues auszuprobieren und nicht immer nur die sichere Linie zu fahren. So. Danke vielmals. Merci, Jan.